Moin Moin. Heute titelt die Welt mal wieder zum Thema Kunstmilch. Kunsternährung, Kunstei, was weiß ich, keine Ahnung. Wollt ihr das wirklich? Wir alle streben doch mehr nach mehr Natur. Wir streben doch nach Spaziergängen, nach Freiheit, nach draußen sein. Gerade nach Corona haben wir doch eigentlich gelernt, wie wichtig es ist, dass wir uns natürlich ernähren, dass wir die natürlichen Dinge schätzen und achten. Die Biodiversität ist immer wieder in aller Munde, weil sie zurückgeht. Aber mehr Biodiversität als auf solchen Flächen, die hier von Rindern freigehalten werden, werdet ihr nicht finden. Wir haben unten die Seekante mit Gräben. Das sind wunderbare Feuchtbiotope. Wir haben hier hinten, da haben wir einen Froschteich. Davon gibt es 5 Stück auf dieser Fläche. Mehr Biodiversität werdet ihr kaum auf anderen Flächen finden. Und hier unten, da, in dem Boden, da ist noch viel, viel mehr. Unter der Erde lebt sowieso viel mehr als über dem Boden. Und das zusammen, das sind die wichtigsten Kreisläufe, die es gibt. Die Rinde, das Bodenleben. Die halten den biogenen Kohlenstoffkreislauf in Gang. Und Abfallprodukt dieses Kohlenstoffkreislaufs ist Kohlenstoff, der im Boden fest verankert wird, der nachhaltig gespeichert wird, dauerhaft. Das ist es doch, was wir brauchen. Das ist es doch, was wir wollen. Und davon können wir uns ernähren. Wollt ihr wirklich, dass in Zukunft gentechnischer Fraß, muss man ja sagen, eure Grundnahrungsmittel sind? Wollt ihr wirklich mit so einer Gentechnik-Pampe euch ernähren, anstatt euch mit natürlichen Produkten zu ernähren? Eigentlich sollten wir doch alle gelernt haben, dass die natürlichen Dinge viel, viel besser sind. Und was ist denn die Konsequenz daraus? Wir werden Oligopole kriegen. Wir werden wahrscheinlich 4, 5, 6, 7 große Industrieunternehmen haben, die in Zukunft die Nahrung herstellen. Und nicht mehr tausende Bauern. Keine Diversifizierung mehr. Nein, alles vereinheitlicht. Schöne neue Welt. Brave New World. Haben wir doch alles schon mal gelesen, oder? Wollt ihr das wirklich? Dafür macht man gerade den Weg frei, mit Hilfe der Grünen, für Gentechnik. Damit man Industriepampe schaffen kann, damit wir alle vereinheitlicht werden. Ist es das, was wir wollen? Ich sage ganz klar, nein. Ich will das nicht. Ich möchte Natur pur. Ich möchte Biodiversität. Ich möchte regionale, natürliche Landwirtschaft und nicht diesen ganzen anderen Dreck. In diesem Sinne, allen noch einen schönen zweiten Advent.